Guten Tag zusammen, guten Tag zusammen. Wir haben hier ein wundervolles Mandelbrot-Video im Hintergrund laufen und erzählen euch gleich, wie kacke ihr eigentlich seid. Das machen wir ständig, aber diesmal in besonderem Sinne. Nämlich sagen wir den Leuten, die wirklich die schlechtesten Sachen abgegeben haben, nochmal, wie kacke sie letztendlich sind. Und ja, es gibt noch ein paar finale Regeln, die wir jetzt besprechen wollen. Einfach, um dem ein bisschen entgegenzuwirken von dem, was da in der Zwischenrunde passiert ist. Ab sofort ist ganz klar, jeder, der nicht einreicht, scheißegal warum, wird für die nächste Staffel automatisch nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, ihr habt ein Staffelverbot für eine Staffel. Kein Kastelverbot, Staffelverbot. Genau. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie vorhabt, zu sagen, ja, komm, lass doch mal, lass doch einfach mal nächstes Jahr mitmachen, dieses Jahr habe ich keinen Bock und steig aus, dann Piffedeckel, könnt ihr nicht machen. Yeah. Und noch was, ab sofort maximal 3 Tage mehr Frist, die ihr euch nehmen könnt, ohne einen Punktabzug von eurem Gegner zu erhalten. Das wird ja eh immer abgestimmt vorher. Ja. Aber wir haben keine Lust, dass es sich wieder eine ganze Woche nach hinten verzögert. Ja, eine ganze Woche nach hinten versucht, vor allem, wenn dann sowieso nur einer einreicht, gefühlt. Ja, das ist richtig scheiße. Das nimmt uns die Motivation und ich denke, das nimmt auch vielen Leuten, die das gucken, die Motivation. Und was den Leuten, die machen sowieso, weil die sich denken, hör, der Gegner reicht eh nicht ein, ich mache nur irgendeine Scheiße. Genug negative Motivation, kommen wir zu positiver Motivation. Ja, wir Nämlich, sagen euch, wie kacke ihr seid. ja, wie richtig beschissen ihr seid und stellen das nochmal richtig fest heraus. Denn, oh, Trommelwirbel! Es gibt Awards. Wuhu, yeah, juhu. Wieder Sachen, von denen man sich nichts kaufen kann. Falsch! Ihr könnt euch was davon kaufen. Ihr kriegt grandiose 5 Euro jedes Mal, wenn ihr ein Award kriegt. Achtung! Ihr müsst dafür aber auch das ganze Turnier durchziehen. Das heißt, wenn ihr dann euch denkt, so, ja, ich habe ja jetzt ein paar Awards gekriegt, das heißt, wir sind ja so ein bisschen Geld sicher und ihr steigt dann aus. Nein, kriegt ihr nix. Jö, aber das bedeutet nicht, dass man nichts kriegt, wenn man rausfliegt. Wenn man rausfliegt, dann, ja, ist es halt so, aber man hat es durchgezogen. Also Genau. rausfliegt im Sinne von, der Gegner hat eingeschlagen. Wenn ihr darauf achtet, gute Sachen zu machen, dann wird das auch gewürdigt. Es gibt nämlich die Kategorie Video, Audio, beste Line, beste Hook und beste Runde. Die Yeah. ist noch nie irgendwo anders gab übrigens, aber ja. Ja, welche kreative Meisterleistung, die wir hier wieder an den Tag gelegt haben, würde ich mal behaupten. Aber ja. Deswegen würde ich sagen, facken wir nicht lange. Wer ist denn der Erste, der ein Award kriegt? Ja, das ist der Typ mit dem besten Video. Und das hat. Ich habe keinen Bock auf den Trommelwirbel. Motoritz! Yay, herzlichen Glückwunsch. Ja, übrigens, Motoritz ist Lucky Loser geworden, falls ihr euch wundert. Ja, das war der Erste. Dann kommen wir zur besten Audio. Die hat in dem Fall der großartige Mirko Bierko erlangt. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich hoffe, du freust dich. Bis zum geht nicht mehr. Über 5 Euro. Richtig. Die beste Line hat welche Person? Es ist Jeffrey mit einem Vierzeiler gleich. Die Line mit Kalkofe, verteil die Teile vom Wichser, das macht 5 Euro, das macht dann 1,50 für ein Pentagramm in Bezug auf Pentahell und Spitterei, bla. Und Gut das macht dann aufgebaut. 5 € für ihn. Ja. Ja. Und kommen wir zu der allerbesten Hook der Welt. Die hat der wunderbare Jimmy Kragenweite gemacht. Also echt Kragenweite mit einer Augenweide von einer Hook. Sehr schön. Weiter Selbst so. obwohl es mit Autotune ist, ist trotzdem unserer Meinung nach das beste Gesamtpaket. Ja. Das beste pa Gesamtpaket. Hey, wer hat's gedacht? Mirko Bierko. Ja, das beste Gesamtpaket als Runde, ja. Ja, also,
Besser geht's nicht, du Arschloch. Viel Spaß damit. Die Paarungen machen. Paarungen! Sehr Wuhu! schön. Hey, das ist das letzte Mal, dass es normale Paarungen geben wird. Danach kommt nochmal ein erweitertes Konzept. Das Das werden wir erweiterte euch. Konzept, das es auch noch nie gab, übrigens. Das wird euch dann aber später überraschen. Juhu, was für eine Überraschung. PS, es gibt Rückrunden dann. Das auch, aber das ist nicht das Konzept, ja. Ja. Aber hey, freut euch darauf. Die grandiosen Paarungen. Oh, Ich freue yeah. mich in Ast. Die Paarungen sind Kryo versus Liquid Mirko Birko gegen Motoritz. Ian Onk gegen Jaxter. MC Bongwasser gegen Flawless. Flubber gegen Minus 1. Jonitron 3000 gegen Jeffrey. Itchy gegen Jimmy Kragenweite. Und zum Schluss Nicht-Pingu gegen Garuda. Und nicht vergessen, Chase Miller gegen den Rest der Welt. Oh, mach's dem Rest der Welt nicht so schwer. Ja, Mann. Schwer in mehreren Hinsichten. Yeah, Mann. Gut, damit verabschieden wir uns fürs Erste. Tschüss. Yeah.